Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Get Ready with Me plus eine kleine Review zu meinem Sephora Haul, weil ich muss dazu sagen, ich habe meinen Sephora Haul, den ihr am Sonntag gesehen habt, hoffentlich, den habe ich Sonntag hochgeladen, ich verlinke ihn euch. Den habe ich schon vor anderthalb, 2 Wochen gedreht und das ist das Get Ready with Me dazu und inklusive Review diesmal. Ein bisschen Review, sag ich mal so, weil ich die Produkte einfach schon anderthalb Wochen benutzt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Es geht direkt los. So, wir legen direkt los. Und zwar, ich habe schon was auf dem Gesicht. Dieses, und zwar habe ich mich da anfixen lassen bei Instagram von Cosmetic Mouse. Und das ist der Misha Safe Block Essence Sun 45. Das ist mit Lichtschutzfaktor 45, das ist quasi eine Sonnencreme. Und ja, ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Sonnenschutz-Moisturizer für mein Gesicht. Ich habe den jetzt schon zweimal ausprobiert und macht einen ganz guten Eindruck. Also es zieht schön ein. Ich habe nicht dieses klebrige Gefühl danach und das ist halt voll geil. Der weißelt auch nicht. Aber ich kann euch halt noch nicht viel dazu sagen. Ich habe ihn erst zweimal benutzt. Na, wollen wir mal hier kurz. Besser. Wir fangen direkt an mit einem Produkt, was natürlich nicht aus meinem Sephora Haul kommt. Das hier auch nicht. Das habe ich bei Douglas bestellt. Aber den hier habe ich bei Douglas bestellt und ist halt voll interessant, weil als ich das das erste Mal gesehen habe bei Instagram, da gab es das noch nicht in Deutschland, da war ich mega scharf darauf. Ich dachte so, ich brauche das. Dann habe ich es ausprobiert bei Douglas und habe es dann gelassen. Und ja, jetzt habe ich es mir doch geholt. Ich konnte irgendwie nicht anders. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe keine Ahnung. Das ist übrigens, ich rede die ganze Zeit vom Smashbox Photo Finish Primerizer. Ein Primer und, oh, flüssig, oh, flüssig, ein Primer und Moisturizer in einem. Hier wird dazu gesagt, dass es im Grunde ist es ein feuchtigkeitsspendender Primer, den man man kann erst ganz normal seinen Moisturizer benutzen und den dann drüber, oder man kann ihn halt auch anstelle der Tagescreme benutzen. Was natürlich für viele sehr interessant sein dürfte, um sich einen Schritt zu sparen. Für mich hat der einen kleinen Haken, denn wenn er jetzt noch einen Lichtschutzfaktor drin hätte, ne, dann wäre er perfekt. Ja? Weil so ist es halt für mich, ich muss so oder so einfach eine Tagescreme benutzen, weil ich möchte gerne einen Lichtschutzfaktor haben. Wenn man natürlich dann eine Foundation nimmt, wie die zum Beispiel Maestro Glow von Armani, die hat einen Lichtschutzfaktor von 30, glaube ich. Das wäre dann wieder in Ordnung. Da könnte man sehen, na, das ist so ein bisschen, ja, da muss man halt gucken, was einem wichtig ist. Und ja, erstmal muss ich sagen, es ist ein bisschen, also ganz leicht klebrig, aber es ist sofort weg. Also ich habe ja 2 Pumpstöße genommen, habt ihr gerade gesehen, und er ist einfach sofort weg. Eingezogen ist interessant, fühlt sich sehr interessant. Ich hoffe ja, dass es jetzt der Primer ist irgendwie. Ich hätte ja gerne den Primer gefunden. Ja, wenn ich mal nicht Illumination über und über haben will, sondern einfach nur nochmal irgendwie so ein bisschen was drunter geben will. Ich sehe immer schlimm aus heute, ne? Ich sehe irgendwie total, also heute habe ich keinen guten Hautzustand. Kommen wir zum ersten Sephora-Produkt, was ich gekauft habe, was ich euch im Haul gezeigt habe. Da ist es. Kann ich euch jetzt gleich noch was zu sagen? Und zwar, den Haul habe ich ja direkt im Hotel gedreht. Ich verlinke euch den hier, ne? Da. Den habe ich ja direkt im Hotel gedreht. Das ist aber jetzt schon wieder anderthalb, 2 Wochen her. Das Video ist zwar erst Sonntag online gegangen und dieses hier ja jetzt am Mittwoch. Trotzdem liegen zwischen den beiden Videos nicht 2 Tage, sondern knapp 2 Wochen. Und ich bin halt einfach nicht eher dazu gekommen, das hier zu bearbeiten und so. Und
Es ist einfach so, dass ich zu den Produkten, jetzt ausnahmsweise, ist es ja sonst immer ein First Impressions nach einem Haul. Diesmal ist es aber eine Review. Ich kann euch zu den meisten Produkten eben eine Review schon geben. Das finde ich auch mal nicht schlecht. Zu dem Smashbox Primer halt noch nicht, weil ich den jetzt erst bekommen habe. Aber zu den Sachen von Sephora. Wollen wir erstmal über diese Schätzchen hier kurz reden? Das ist ja der Kat Von D Color Correcting Eyeshadow Primer. Ihr seht, das hat meine Augenpartie schön aufgehellt. Es ist aber nichts, was so volldeckend ist, wie jetzt zum Beispiel der Paint Pot. Der ist ja sehr deckend, der macht alles weg. Das ist hier eher nicht der Fall. Da hatte ich mir von der Deckkraft mehr erhofft. Aber es ist tatsächlich so, dass er wirklich gut hält. Das muss man einfach so sagen. Ich bin ganz überrascht über die Haltbarkeit und es freut mich, weil das ist auch das, wonach ich ja jetzt gesucht habe. Also ich wollte wirklich was, was meinen Lidschatten so richtig schön ansaugt und nicht mehr weggibt. Ich mache direkt weiter mit meinen Augen und nehme ein Produkt, was eigentlich gar nicht für die Augen gedacht ist, aber Leute, guckt euch dieses Scheißerchen an, ey. Pervers. Also, das ist natürlich die Kat Von D Shade and Light Contour Palette, die ich überhaupt nicht haben wollte, aber jetzt habe ich sie, ne? Ich nehme diese beiden Töne, die beiden, und mische die so ein bisschen auf meinem fluffigen Blendepinsel. Einfach in beide so ein bisschen rein. Die staubt übrigens recht stark. Und damit sette ich jetzt einmal meine Base. Ich sette übrigens immer meine Base, weil ich finde, dass die nachfolgenden Puderlidschatten sich einfach schöner auftragen lassen. Und deshalb mache ich das immer so. Und dann nehme ich die dunkelste Konturfarbe, auch wieder mit meinem fluffigen Pinsel auf, und gebe mir die quasi ein bisschen hier als Transition-Augenkontur auf. Einfach hier hinten so ein bisschen drauf und verblende das. Ja. Und natürlich auch auf der anderen Seite. Wirklich nur so ein bisschen. Weil ich wollte euch ja, ich habe ja zwei Lidschatten gekauft und habe euch da in meinem Haul ja auch gesagt, dass ich eher wirklich dazu tendiere, so One-Shadow-Looks zu mögen. Und natürlich so eine Sache, wenn man 500 Lidschattenpaletten hat und immer nur One-Shadow-Look macht, da kann man natürlich das nicht so richtig ausnutzen, was man da hat. Aber es ist wirklich so, was ich gerne mache. Und gerade als Brillenträger, man zaubert einen Look mit fünf verschiedenen Lidschatten und macht weiß der Geier was. Ja, und am Ende, was kommt davon rüber? Gar nichts. Gar nichts. Deshalb, ich habe mir ja zwei Lidschatten gekauft von Make-up Forever. Diese beiden hier. Hey. Voll geil. Den grünen. Den nehmen wir heute nicht, aber ich habe hier meinen kleinen Swatch gemacht, damit ihr so ein bisschen wisst, worauf ihr euch einlässt, weil ich habe ja gesagt, der ist so ein bisschen wie MAC Club und jetzt habe ich einfach mal hier den Make-up Forever und daneben ist nicht Club, sondern MAC Blue Brown, dieses Pigment. Also es ist schon sehr artverwandt, ne? Also insbesondere auch der Schimmer ist sehr, sehr ähnlich, sehr grünlich. Gut, das Blue Brown ist von dem Unterton jetzt etwas rötlicher und auch transparenter, wie ihr seht, wenn ihr also nicht den Schimmer seht, so, sondern nur diese Untertonfarbe. Es ist schon auf jeden Fall ein Lidschatten, der extrem auffällig ist und der richtig reinhauen kann, aber man muss einfach nichts dafür tun. Ja? Man muss ihn einfach nur fett aufs Augenlid, ein bisschen nach oben hin ausblenden, vielleicht mit dem Finger nochmal zack und fertig. Also, und ihr habt das krasseste, geilste Abend-Make-up. Ja. Also, es ist wirklich, ich schminke euch auf jeden Fall den Look nochmal mit dem Grünen. Jetzt mache ich ihn aber mit dem silbrig-grauen. Ja, das ist auch so eine Farbe. Also, Wahnsinn. Ich bin total hin und weg von dieser Farbe. Hier unten ist sie. Das ist auch irgendwie so ein Taupe.
Und dann ist es einfach silbrig. Es ist auch, wenn man, ja, es hat so ein bisschen lila Einschlag. Manchmal in manchen Lichteinfällen. Also es ist wirklich ultra, ultra toller Lidschatten. Und den geben wir uns jetzt mal aufs Augenlid. Hier bin ich. Und ich nehme den einfach mit dem Pinsel auf und mache mir den erstmal so grob hier aufs Augenlid drauf. Und ihr seht schon, was der für einen Schimmer hat. Dann gehe ich mit meinem Blendepinsel rein und ziehe mir das Ganze einfach noch so ein bisschen nach oben. Juhu. Und ich habe halt einfach diese Konturfarbe genommen, um diesen Bereich hier so ein bisschen, um hier einfach ein bisschen mehr Tiefe zu schaffen. Und der ist ja schon recht kühl, dieser Lidschatten, um einfach so ein bisschen Wärme zurückzugeben, damit es nicht zu kühl wirkt. Das ist ja Geschmackssache. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Finger rein und ziehe mir das einfach nochmal so übers Augenlid. Und jetzt könnt ihr schon sehen, das war auch geil, was das für eine wunderschöne Farbe ist. Also, bam. Auch hier könnt ihr es jetzt nochmal genauso, ich komme noch ein bisschen näher. Wahnsinn, ey. Ich bin so verknallt. Vor allen Dingen, ich muss tatsächlich sagen, die Qualität der Lidschatten ist sehr gut. Die lassen sich spielend leicht auftragen, total leicht verblenden. Man braucht überhaupt kein Hexenwerk, man muss überhaupt nichts können, um die aufzutragen. Ja, also es ist nichts, habe ich doch schon. Nichts, wo es irgendwie schwierig werden könnte oder, ne, also man trägt es einfach auf, verblendet es ein bisschen und der Look ist fertig. Und das ist auch das, was ich wirklich echt gerne mag. Es sieht halt besonders aus, aber ich habe einfach gar nichts dafür gemacht. Ich habe mir einfach einen Lidschatten aufgetragen. Ich habe den mal aus dem Fännchen geholt. Das ist übrigens der ME554. Ich versuche auch nochmal den anderen rauszupulen. Ja, das ist scheiße, wenn er einmal in diesem Fännchen hier drin war. Hier gibt es in dieser Palette gibt es keine Vorrichtung, wie man ihn wieder rauskriegt. Also muss ich das gerade mal mit einer Nadel machen. Und der andere, der grüne, ist der ME302. Ja, also Wahnsinn, so schön. Und was ich halt auch ganz cool finde beim Make-up Forever, man kriegt halt diese Paletten, die kann man dazu kaufen und die kosten halt wirklich nur 99 Cent. Ne? Also es ist nicht so, bei ganz vielen Palettensystemen kostet dann die Palette nochmal 5 Euro oder 10 Euro oder was weiß ich. Und in dem Fall finde ich das cool. Also der eine, es gibt die für ein Pfännchen kostet der 99 Cent, mit zwei kostet der 99 Cent, mit drei kostet der 99 Cent. Also das finde ich in Ordnung, wisst ihr, das finde ich auch gerechtfertigt. Zumal diese Lidschatten eben mit ihren fast, ja, 17,99 oder so schon nicht unbedingt billig sind, muss ich sagen. Also es ist ja nicht jetzt irgendwie ein Schnäppchen. Ne? Heute benutzen wir mal was anderes für den Lidstrich, ja. Und zwar auch ein echt All-Time-Favorite von mir. Und das ist nämlich der Maybelline iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 Hours. Ey, Leute, sorry, aber meine Stimme ist schon wieder problematisch. So sieht er aus. Ich nehme hier den zu Eva Classic Liner übrigens. Da dippe ich mir so rein. Der ist wirklich sehr wie so eine Paste. Und gebe mir den meistens nochmal so ein bisschen auf den Handrücken und arbeite das so ein bisschen in den Pinsel ein. Und dann, ja, ihr wisst, ich ziehe mir mein Augenlid ein bisschen straff. Gebe ich mir den einfach hier so ein bisschen an den Wimpernrand. Viel zu wenig Produkt drauf gehabt. An den Wimpernrand. Und ziehe mir den nur so ganz leicht nach hinten ein bisschen hoch. Wirklich mini. Und das gleiche mache ich natürlich auf der anderen Seite auch.
Das geht mit dem übrigens total einfach, muss ich sagen. Dadurch, dass der, ja, der ist eher von der Konsistenz, weiß nicht, wie so ein fester Concealer oder so. Also dadurch kann man auch so ein bisschen besser smudgen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich nehme den sehr, sehr gerne. Der hält auch toll. Ich denke, er ist nicht unbedingt der perfekte Gel-Eyeliner für den mega präzisen Lidstrich. Ja, also dafür denke ich, ist er nicht gedacht. So, dann kommen wir doch mal zum Becker Under Eye Brightener. Der darf natürlich nicht fehlen. Den trage ich mir einfach hier so ein bisschen unters Auge auf. Kennt ihr ja schon, habe ich auch ein Video zu gemacht, verlinke ich euch gerne. Das Video, was ich gemacht habe, war ja, oh, Jenny hat geschmiert. Es ist auch mal wieder toll, ne? Das Video war ja eher sowas wie First Impressions, ne? Also es war ja noch relativ neu, das Produkt da. Seitdem benutze ich es täglich. Und ich bin mega begeistert nach wie vor. Ich liebe dieses Produkt. Der ist cremig, der geht in keine Fältchen, der hält diese Partie so ein bisschen schön auf, ohne jetzt so. Ich mag ja nicht dieses, am Ende dieses weiße Dreieck. Das ist nicht mein Fall so. Ich mag das nicht so gerne. Aber der lässt einen wirklich so frisch und strahlend aussehen. Und deshalb ist und bleibt es ein Lieblingsprodukt. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, über das ich euch doch schon etwas sagen kann. Nämlich die Born This Way Foundation von Too Faced. Tja, was soll ich sagen? Also, ich hatte ja sehr große Hoffnungen in sie gesetzt und war absolut euphorisch und habe gedacht, die brauchst du, das wird die beste Foundation, das ist sie endlich. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist mir zu trocken. Ich weiß nicht, also sie ist irgendwie im Auftrag nicht so der Hammer. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Also ich bin im Moment noch extrem in der Testphase mit ihr. Also wir sind einfach noch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Kennt ihr das? Also ich wollte euch jetzt ein Review geben, eine richtig fundierte Bam, Review über diese Foundation. Ich kann es aber einfach nicht, weil ich einfach nicht weiß, was ich darüber sagen soll. Ich habe sie jetzt seit knapp anderthalb, 2 Wochen jeden Tag getragen und jedes Mal habe ich gedacht, irgendwie wurde sie dann cakey oder sie war hier sofort weg. Sie ließ sich gar nicht einarbeiten, dass sie überhaupt da blieb. Und es war egal, mit welchem Produkt ich das gemacht habe. Und alles in allem bin ich eher unzufrieden, muss ich sagen. Ich habe es dann zwischendurch mal versucht, ein bisschen mit Öl reinzumischen. Dann war es etwas besser. Ich glaube aber wirklich, dass sie nichts für Leute ist mit trockener Haut. Also ich habe schon recht trockene Haut, aber jetzt nicht staubtrockene Haut, ne? Deshalb, ich bin einfach nicht so richtig happy. Wir probieren heute mal Variante diese hier, ja. Und ich habe hier jetzt auch den tollen Primer drauf, ne? Wollen wir doch mal gucken, wie das sich heute verhält. So, ich weiß nicht, also diese Konsistenz und so, das finde ich alles ganz in Ordnung. Aber das Ergebnis hat mich bisher noch nicht ein einziges Mal so richtig überzeugt, ne? Ob mit Beauty Blender, mit Stippling Brush, mit Buffing Brush. Ich weiß, ich bin sehr. Ja, ich bin einfach nicht besonders zufrieden. Ich habe ja diese Art von Pinsel hier wieder rausgegraben, weil Maggie Mania, den immer benutzt, so ein Pinsel. Gut, meiner ist natürlich jetzt auch mega billig, ne? Er ist von Amazon, das ist jetzt nichts Tolles. Und es ist schon interessant, damit Produkt aufzutragen. Ich bin mir aber dennoch nicht sicher, ob es so meine Lieblingsvariante wird. Ja, ich weiß nicht. Also die Farbe ist super. Die Konsistenz ist gut, aber
am Ende bin ich nicht so happy mit der Haltbarkeit. Ich kann es euch ganz schlecht sagen. Ich bin so zwiegespalten, was die Foundation angeht. Ich muss sagen, ich habe mir auf jeden Fall mehr erhofft. Ich dachte, es ist the shit, wisst ihr? Die perfekte Foundation. Aber ja, ich weiß auch nicht. Sie wirkt trocken und auf meiner Nase will sie überhaupt nicht draufbleiben. Das finde ich so blöd, ne? Nochmal so ein bisschen klopfen mit dem Blender. Der ist jetzt zwar trocken, aber trotzdem geht das immer ganz gut. Ja, man, es sieht natürlich nicht schlecht aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, bäh, es sieht scheiße aus, aber ihr seht das ja nicht. Aber hier in diesem Bereich, das kann man mit der Kamera ganz schlecht einfangen. In diesem Bereich wird sie bei mir direkt so richtig. Sie sieht cakey aus. Trocken. Jetzt muss ich natürlich auch dazu sagen, dass meine Haut im Moment auch blöd ist. Ich sollte vielleicht mal eine andere Foundation benutzen und gucken, ob die auch so komisch trocken wird. Ich bin da gerade so, ich bin recht unzufrieden, muss ich sagen. Also, bin ich so richtig glücklich. Ich nehme mal ein bisschen von meinem Becker Concealer und klopfe mir den hier noch so ein bisschen ein. Ist übrigens ein sehr schön deckender, cremiger Concealer, den man auf jeden Fall setten muss. Also wer mit Probleme hat, dass ihm der Concealer irgendwo hinläuft, der sollte den doch eher meiden und einen festeren nehmen oder einen, der besser sitzt, da wo er hin soll. Weil wenn man den hier nicht settet, dann verabschiedet er sich. Und ich habe auch im Moment das Gefühl, dass sich alles so, es bleibt nichts in meiner Haut. Selbst jetzt mit diesem Primer, das Gefühl, dass sich alles von meiner Haut gleich wieder so ablöst. Ich kann euch das ganz schlecht beschreiben. Ich finde das extrem. Es sieht natürlich gut aus, so, ne? Auch von Weitem. Also wenn ich mich jetzt vom Spiegel angucke, dann sieht das schon, dann ist das schon schön, ne? Gut abgedeckt. Also jetzt habe ich habe ja keinen Concealer oder so drauf. Klar, die Rötungen kommen ein bisschen durch, aber minimal. Und es ist schon ein gutes Hautbild. Aber wenn ich so richtig nahe gucke, dann habe ich das Gefühl, dass meine Fältchen hier so ein bisschen sichtbarer sind, dass meine Poren ein bisschen, ja, dass die irgendwie hervorgehoben werden. Ich bin nicht so, ich weiß nicht. Ich bin recht unzufrieden, was das angeht gerade. Noch ein neues Produkt ist natürlich auch nicht von Sephora, sondern von Müller. Das L'Oreal Perfect Match Minerals. Und zwar ist das ein hautbildverbesserndes Puder-Make-up. Ja, ich habe ja gelogen. Ich habe nicht jeden Tag diese Foundation getragen, nur gestern einmal kurz dieses hier. Ich mochte ja schon mal sehr gerne so diese Mineral-Foundation-Geschichten, ne? War ich ja schon mal sehr großer Fan davon. Und ich meine, dass L'Oreal sowas auch schon mal hatte. Da war, glaube ich, oben so ein Pinselchen drauf. Ich glaube, das war von L'Oreal. Das fand ich schon, das habe ich voll abgefeiert, ne? Da ich aber jetzt schon eine Foundation drauf habe, nehmen wir uns jetzt einfach mal hier so einen fluffigen Pinsel. So sieht das aus. Ist ganz interessant. Richtig coole Sache. Ihr dippt hier rein. Und durch dieses Dippen kriegt ihr Produkt auf den Pinsel. Und ich werde damit mal so ein bisschen setten. Es ist eine Puder Foundation, ja. Aber trotzdem werde ich damit mal so ein bisschen mein Make-up setten. Einfach hier so ein bisschen drunter. Also mir hat das schon gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so ein sehr, sehr glowiges Finish hinterlässt und es hat auch wirklich eine gute Deckkraft gehabt. Und was ich finde, gerade bei so Puder-Foundations, die separieren sich selten so blöd wie jetzt so eine Liquid-Foundation. Also es ist echt nicht schlecht. Ich glaube, das hier, das werde ich jetzt in den nächsten Tagen mal ausführlichst
unter die Lupe nehmen. Und vielleicht schaffe ich es euch auch mal eine anständige Review darüber zu geben. Vielleicht kriege ich darüber mal eine richtige Meinung. Aber ihr seht schon, mein Gesicht ist sehr glowy, shiny dadurch. Das gefällt mir. Ja, ist ja schon mein Ding. Ne? Das gefällt mir schon ganz gut. Und so, ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich sehr schön an. Und jetzt habe ich das getan, was einem ganz oft passiert. Puder benutzen, bevor man den Liquid Highlighter benutzt hat. Aber gut, dann können wir ihn jetzt gleich mal auf die Probe stellen. Der Marc Jacobs Glow Stick. Guckt euch mal gucken. Oh, hoffentlich kriegt ihr doch gleich. Hoffentlich seht ihr das. Also er ist wunderschön. Ja, er ist nicht so heftig. Wenn ihr da unten übrigens so ein Zinnober hört, so eine Faxen, das sind meine Eltern. Meine Eltern mit meiner Tochter. Die spielen unten. Oh Baby, guckt euch das mal an. Was ich richtig geil finde. Also, es ist ein sehr natürlicher Glow. Es ist kein übertriebener Glitzer, billig, Kacker-Glow, Kinderschminke-Glow, sondern es ist einfach edel. Aber muss es ja auch sein. Ja, also, es ist ja für den Preis muss es ja irgendwie was Edles sein. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Diesen wunderschönen ja. Und ich kann euch halt, wie gesagt, auch über den schon eine kleine Review geben. Er hält sehr schön. Für jemanden, der eben so einen richtig heftigen Glow haben will, ist er jetzt nichts. Sondern es ist eher so was Natürliches und ich trage es am liebsten mit dem Finger auf und zwar von hier direkt drauf. Nicht dieses, das ist irgendwie, geht, es geht, aber ich finde es halt, ich mache es lieber von dem Stick direkt. So, dann glowen wir doch schon mal ordentlich. Ich weiß nicht, naja, doch, man sieht ihn schon auch hier, ne, könnt ihr es sehen. Ganz natürlich und was ich halt cool finde, das ist eher so ein nasser Glow und der hat natürlich keine groben Glitzerpartikel und er hat auch keine Eigenfarbe und das finde ich geil. Ich hasse, also nee, hassen kann man nicht sagen, aber ich liebe Highlighter, die nicht so rosé sind oder golden, sondern der ist einfach irgendwie Glanz. Einfach toll. So. Machen wir mal das Auge fertig. Oh, ich glaube, jetzt kommen die hoch. Oh nein. Die sollen bleiben, wo sie sind. Ich gebe einfach noch was von dem Lidschatten, den ich benutzt habe, unter das Auge. Mehr mache ich auch nicht. Kein Schüsseler Weng. Natürlich konturieren wir jetzt mit dieser Palette. Natürlich konturieren wir jetzt mit ihr. Und zwar mit meinem neuen Pinsel. Das ist der NYX. Ja, welcher Pinsel? Der ist relativ klein, relativ breit und relativ fest. Ja. Ich gehe in die hellste Konturfarbe rein. Und. Konturiere. Konturiere. Wunderschön. Es lässt sich unheimlich gut verarbeiten und auch gut verblenden, wie ihr sehen könnt. Bleibt bloß draußen. Ihr seht es. Wundervoll. Also richtig, richtig schön. Man kann es dezent machen, man kann es aufbauen, wie man will. Und der Pinsel ist auch echt ganz gut dafür geeignet. Man hat ein bisschen mehr Kontrolle als mit diesem großen Fächerpinsel, weil er ist natürlich viel ganz anders gebunden. Er ist relativ fest gebunden und damit kann man super arbeiten. Wirklich. Also ich finde es richtig, richtig gut. Ich nehme jetzt nochmal meinen einen.
schönen großen fluffigen Pinsel und gehe in den zweiten Ton und nehme den quasi als Bronzer. Der ist ein bisschen wärmer, der zweite Ton. Der erste ist ja wirklich sehr kühl und der ist so ein bisschen bronzermäßig. Ja, der dunklere ist halt wirklich echt dunkel, ne? Da muss man mit aufpassen. Den kann man als jemand mit heller Haut nicht so richtig verwenden, denke ich. Na gut, halt wie ich als Lidschatten, ne? Aber wenn man nicht schon 1000 braune Lidschatten hätte, aber okay, ne? Sie ist doch recht staubig, muss ich sagen. Sie ist staubig, aber wie ihr seht, es lässt sich spielend leicht verblenden. Und es hält auch schön. Es hält auch sehr, 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 sehr schön. Kommen wir zu einem nächsten Produkt. Ja, Magimania sollte nicht jeden Tag ein Video drehen und mich auf ihre Seite lotsen, quasi auf ihren Blog. Denn das hier ist wieder ein Produkt, was ich ihr zu verdanken habe, aber wo ich doch sehr glücklich bin. Und zwar, es geht nochmal, sie hat ein Video über diese, oder sie hat einen Eintrag auf ihrem Blog, wo es um diese gegossenen Formulierungen geht. Also zum Beispiel, ich habe mich ja immer gefragt, warum das hier so geil ist, diese Clinique Cheek Pops. Und die sind halt gegossen. Ich bin kein Chemiker und ich habe auch keine Ahnung davon, aber das, was ich weiß, dass die gegossen sind. Das Normale, was man kennt, ist gepresst. Ja, und dann gibt es natürlich noch die gebackenen, die auch jeder kennt. Ja, aber das ist so eine neue Art und Weise, sage ich mal, Produkte herzustellen. Und diese hat sie da mit erwähnt, ganz kurz. Das sind Blushes von Douglas und die sind scheinbar auch so gegossen. Oh Gott, ich liebe die. Also ich habe jetzt diesen einen, das ist die Farbe Marin Rose und passt mal auf. Das sind Blushes, die nicht so eine heftige Pigmentierung haben. Wie ihr seht, das ist ja bei dem Cheek Pop auch so. Ne? Das ist so, wie soll ich das sagen? Also es ist irgendwie, es hat keinerlei Puder. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein Puder. Es ist so seidig und verschmilzt so mit der Haut und macht irgendwie einfach nur so wie so ein Stain auf den Wangen. Das ist ganz schlecht zu beschreiben, aber ihr müsst euch das unbedingt mal anschauen. Die hier kosten jetzt 10 Euro, ist jetzt natürlich auch nicht mega billig, aber diese Art und Weise, wie das gepresst wurde, dadurch, man kann dieses Produkt ja auch nicht abtragen. Ich meine, ihr seht es ja bei meinem Cheek Pop, den ersten, den habe ich schon so ewig und da verändert sich gar nichts an der Prägung großartig, ne? Und also das sind so interessante Produkte. Die Hourglass Puder sind auch so gegossene Sachen, ne? Und ach, ich weiß nicht, ich finde das so spannend, dieses Thema. Ich werde mich auf jeden Fall damit noch näher beschäftigen und alle Produkte haben wollen, die es so gibt, die so hergestellt sind, weil es ist echt was ganz Besonderes, ne? Also guckt euch, ich gucke noch mal, ob ich diesen Blogpost finde von Magimania. Ansonsten hat sie, ich habe euch ja ihren Kanal auch schon mal verlinkt, kann ich auch gerne noch mal machen. Sie macht im Moment jeden Tag ein Video. Es ist total toll und so informativ. Ich will nicht schon wieder schwärmen, ne? Aber es ist wirklich richtig genial. Und sie hat jetzt gerade mehrere Videos, wo sie das auch immer wieder erwähnt, ja, wo sie immer wieder sagt, ja, die sind so und so hergestellt und guckt euch das unbedingt mal an, weil es ist wirklich informativ, das macht Spaß, das ist nicht nur so doof dahergelabert, sondern wirklich sehr, 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 sehr professionell, finde ich. Nicht so wie bei mir, ja. Bei mir ist das immer nicht so, aber es ist wirklich ein Blog, wo man tatsächlich was lernen kann. Und auch eine, ne, ihr wisst schon, YouTube-Seite, wo man was lernen kann. So, mein Gesicht ist im Grunde fertig. Ich mache jetzt mal eben Wimpern und Augenbrauen ohne Kamera, weil es ist immer so langweilig, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Augenbrauen und Wimpern sind fertig. Wir machen jetzt Lippen. Ich habe natürlich wie immer nicht nur ein Lippenprodukt, was ich euch zeigen will, sondern
Drop-Eye. Den Kat Von D Studded Lipstick in der Farbe Adora. Den habe ich euch ja schon gezeigt in meinem Haul. Die beiden habe ich euch noch nicht gezeigt. Und zwar von L'Oreal. Balmain oder so. Ich habe gerade keine Ahnung. Das ist so eine Limited Edition. Bitte. Ja. Sag doch mal was zu diesem Packaging. Das ist ja wohl nicht normal, oder? Das ist so marmoriert. Seht ihr das? In zwei Farben. In Glamour Zone und in Fever. Okay, Leute. Bam. Aha, ihr wisst Bescheid. Und Bam. Ich flippe aus. Pass mal auf. Also. Und das sind ja die matten Lippenstifte von L'Oreal, die ich ja sowieso ganz toll finde. Ja? Also ich bin. Okay. Egal, ich zeige euch erst den roten von Kat Von D. Den konnte ich euch ja wirklich dort nicht richtig zeigen, ne? Ja, der ist so mega samtig und hat so ein, der ist irgendwie matt, aber er ist metallisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube nicht, dass meine Kamera das in irgendeiner Art und Weise einfangen kann, wie geil das ist. Naja, doch schon irgendwie, ja, es ist so ein, ja, es hat auf jeden Fall Glitzer, nee, kein Glitzer. Sondern eben so metallische, ja, es ist ein Metal. Ein metallischer Lippenstift. In Knallrot. Ich muss mich mal sauber machen. Dann zeige ich euch den nächsten Fieber. Oh Gott. Okay, passt auf, ja. So ein richtig schönes braunes Orange. In diese Textur von den Lippenstiften von L'Oreal ist gigantisch gut, finde ich. Also die Textur ist so ganz leicht und so seidig, aber eben matt, ne? Also es sind schon matte Lippenstifte. Und die separieren sich nicht doof, die halten ziemlich gut, lassen sich relativ einfach auch nachtragen. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und ich muss euch jetzt mal sagen, mit diesem taubgräulichen Lidschatten finde ich es gerade richtig geil. Also das gefällt mir. Einen haben wir noch, den zeige ich euch noch. Voll mein Beuteschema, ne? Diese gräulich-braunen Lippenstifte. Hammer. Genial. Oh, den lasse ich jetzt auch drauf. Der ist so schön. Ich finde das immer so krass, wenn man so einen gräulichen Lippenstift aufträgt, wie sich das ganze Make-up, das ganze Gesicht auf einmal verändert. Also, ich liebe das. Ich bin ein absoluter Fan von diesen Lippenstiften. Ja, das ist eine Limited Edition. Die gibt es halt jetzt gerade. Keine Ahnung, wie lange. Greift zu, die sind sehr schön. Die gibt es auch noch, diese Farbe, also es gibt die Verpackung auch noch in Schwarz. Ja, okay, finde ich jetzt nicht so spannend. Und in so Royalblau, da gibt es auch noch welche. Da haben mir aber einfach die Farben irgendwie nicht so richtig zugesagt. Es gibt auch richtige lila, richtig krasse lila Töne. Blau und also es ist schon eine sehr spannende Limited Edition, muss ich echt sagen. So, ich habe euch alle meine Produkte gezeigt, die ich geholt habe. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!